50 Jahre alte HTL Spengergasse für Textilindustrie erstrahlt im neuen Outfit. Nach 4 Jahren Bauzeit wird die Wiener Schule im Oktober feierlich eröffnet. Insgesamt investierte die BEK rund 34 Millionen Euro in den Um- und Neubau der HTL. Diese Schule ist saniert worden im Bestand, was schwierig war, weil es einfach ein denkmalgeschützter und sehr historischer Bestand ist. Innen eine vollkommen neue funktionale Gliederung und es wurden 2 Trakte abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der Neubau ist nicht nur technologisch auf einem hohen Niveau, sondern auch von der Gestaltungsqualität besonders. Ich freue mich ja, wenn Projekte fertig werden. Es ist eines zu starten, aber ins Ziel zu kommen ist natürlich ganz wichtig. Und ja, ich freue mich, dass es gut gelungen ist. Wir sind über die neuen Raummöglichkeiten, über die viele Technik, die wir jetzt haben, wo wir in die Zukunft blicken können, schon sehr glücklich. Das muss man schon sagen, wir haben hier eine moderne Ausbildungsstätte bekommen. Im Neubau an der Ecke Stolbergasse, Spengergasse befinden sich jetzt auf mehr als 7000 Quadratmetern modernste Unterrichtsräume wie Werkstätten, Labors und 2 unterirdische Turnsäle. Der Zubau ist über verglaste Brücken in den Obergeschossen mit dem Altbau verbunden. Und der 250 Jahre alte Bau bot einiges an Überraschungen. Wir hatten hier eine Wand, hinter der dann eine andere Wand stand und dazwischen hat so einiges an Pflanzen geblüht, das man sich nicht wünscht. Und diese Sanierung, diese Trockenlegung der Schimmelpilze, die dort eben gehaust haben, war eine recht komplexe Angelegenheit. Doch trotz vielfacher Herausforderungen hat die BIC keine Renovierungsmühen gescheut. Es wurden thermisch perfekte Fenster eingebaut, die aber dem alten Gestaltungsanspruch Genüge tun, weil die Fassade konnte man nicht verändern. Im Neubauteil war es etwas einfacher. Dort hat man die Sonne ideal ins Haus geholt, hält sie aber auch draußen durch bewegliche Lamellen. Das heißt, man kann hier optimieren. Optimiert wurde auch der Innenhof. Die Big Art-Künstler Maria Hahnenkamp und Willi Frötscher gestalteten den Hof mit einem schwarzen Ornament, das sich über die gesamte Hoffläche erstreckt. Das soll diesen langgestreckten Innenhof zu einem erlebbaren Erholungsraum machen für die Schüler und hoffentlich diesen Mehrwert bietet, den ein Innenhof auch bieten kann.